Orkantief Soltan hat am Donnerstag die Nordseeküste erreicht. Erste Sturmböen fegen bereits über die Insel Wangerooge. Das Meer ist aufgewühlt und wirft hohe Wellen. Wegen des Sturms wurde auch der Fährverkehr zwischen der Insel und dem Festland vorübergehend eingestellt. Die Deichscharten wurden zum Schutz vor Hochwasser bereits geschlossen. Die aktuelle Wetterlage bringt im Norden nicht nur Sturm, sondern auch viel Regen und das schon seit Tagen. Das bringt einige Gewässer an ihre Grenzen und zum Teil schon darüber hinaus. Im ostfriesischen Greetsiel an der Nordseeküste können die Siele die Wassermassen, die ins Meer strömen, nicht mehr bewältigen, sodass es im Hafen zu Überflutungen kam und Teile des Anlegers unter Wasser stehen. Inzwischen haben die ersten starken Böen von Soltan auch das niedersächsische Binnenland erreicht und für erste Schäden gesorgt. Am Stadtrand von Delmenhorst wurde ein Baum von einer Böe umgerissen, eine Telefonleitung abgerissen und eine Straße blockiert. Die Feuerwehr rückte an, zersägte den Baum und entfernte die Baumteile, sodass die Straße wieder befahrbar war. Auch im Landkreis Oldenburg sorgte das Wetter kurz vor Weihnachten für Probleme. So kann die Hunte in und um Wildeshausen die Wassermassen durch die starken Regenfälle der letzten Tage nicht mehr vollständig aufnehmen, sodass der Fluss teilweise über die Ufer getreten ist und zahlreiche Felder und Wiesen überflutet wurden.